Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Wir haben hier kurz gespeichert. Ja, und das ist jetzt dunkel geworden. Und wir suchen immer noch Wildschweine. Oder haben gerade mal angefangen, Wildschweine zu suchen. Das ist schon. Ob wir oben auf dem Berg Wildschweine finden. Dann haben wir vielleicht besser die Schrotflinte. So. Macht mehr Schaden. Für Nachschuss, falls das Viech mal angerannt kommen sollte. Schießt denn da schon wieder? Aus der Richtung? Was ist denn da los, Schüler? Was ist hier los? Wo ist hier was? Hallo? Von da kommt das. Der Vögel abschießen. Ah jo, warum nicht? Logo. Wie viel? 19, ja gut. Na toll. Ah. Ja, wie denn, wenn da keine Vögel in der Reichweite sind? Das ist doch... Erwischt. Yes. Und schau ich mir die Knete wieder. So. Jetzt doch. Naja. So, wir finden meine Knete wieder. Aber ich brauche immer noch Wildschweine. Können wir jetzt die ganzen Vögel hier looten? Ach Quatsch. Ich habe genug Geld. Leute, ich habe massig Knete. Ich könnte wieder ins Wolfsgebiet gehen und dann... Farmen wahrscheinlich. Bis zum geht nicht mehr. Schrotflinte wieder. So. Oder? Habe ich überhaupt Muni? Ja, aber ich habe nicht nachgeladen. Zwei Schuss. Ja. Ist da unten eins? Ne, das sind Felsen. Toll. Wildsäue, wo seid ihr? Ja, wenn man sowas braucht, ist nichts da.
Schauen wir mal schnell auf der Karte. Um ins Feld zwar. Einfach Richtung X. Ich hoffe mal, dass sie irgendwann auftauchen. Ah. Bist du? Waschbär. Waschbär. Aber auf jeden Fall tauchen jetzt Viecher auf. Hase. Jetzt müssen die Tiere nochmal kommen. Ja, das Spiel braucht schon mal ein bisschen, bis es die Tiere lädt. Schreck mich nicht so, du Pferd. Jo, gut, dann gehen wir mal da hoch. Müssen wir auf jeden Fall mal auf Viecher treffen. Wölfe! Mit euch habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Erschreckt mein Gaul nicht so. Mistige Wolfsviecher, ihr. Ich habe euch schon genug gekillt. Aber ihr gebt ja nicht auf. Und so gut für mich, dass du mehr Knete gibst. War ja trotzdem Wildschweine. Keine Wölfe. Wildschweine. Oh, Wolf! Ab, du Mistvieh. Boah, das war ein guter Schuss. Boah, beide auf einmal eine Schusslinie gehabt. Oh. Du Drecksvieh, du. Guck mir nicht so von unten an, du. Viech, du. Ja, es waren auf jeden Fall 5. Das müsste das ganze Rudel gewesen sein. Ich muss eh hoch. Deswegen schnapp ich mir erst das Viech da unten irgendwo. Da. Und dann das Viech da oben auf dem Berg. Ja, das ist dirty. Dirty. Ups. Mal gescheit hin. Schon wieder. Komm schon, ey. Oh, Leute. Ja, mit Wölfen hat man es hier echt am Hut, ey. Mit Wölfen hat man es hier echt. Erschreckt mein Pferd nicht. Seh fix. Ich mach dich platt, du. Es fehlt doch 6 Wölfe. Da ist aber noch eins gewesen. Ah, da unten sind sie. Das Rudel, du. Komm. Mistviecher. Unglaublich, ey. Da will man keine Wölfe jagen und dann kommt trotzdem welche. Das ist doch... Oh. Ich will doch bloß Wildschweine und was finde ich? Wölfe. Naja. Drecksvieh. Hört dir nicht mal auf, ey. Jetzt ist aber gut hier. Es waren schon wieder 10 oder so. Ich will jetzt nicht unbedingt meinen Rekord von 66 brechen. Das wäre mir ein bisschen zu haarig. Und nimmt auch ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch und Munition. Ich habe ja massig Geld, aber trotzdem. Das ist nicht gut. Ich will das
nicht machen. Ich will jetzt Wildschwein jagen. Klar? Schluss mit Wölfen. Schluss. Ach komm schon. Alter, Leute! Hallo? Was? Alter! Wie viele bitte? Habt ihr das Rudel gesehen? Was war das denn bitte? Hallo, das war auf jeden Fall mehr als 5 hier. In einer Reihe rund drumrum hier. Kam da angeritten hier wie ja. Wie irgendwelche Cowboys, die nebeneinander reiten. Jetzt waren doch bestimmt 6 oder 7. Da sind wir jetzt 2, da hinten ist der 3. und 4. glaube ich. Ja, 4 habe ich erschossen. Da lebt aber auf jeden Fall noch mindestens 2. Das war noch mehr als 5er. Oder? Irgendwie sowas. Boah, das ist doch scheiße. Ich will doch gar keine Wölfe. Leute, ehrlich. Ich mach nichts. Ich habe auch keine irgendwelche besondere Sache drin. Oder liegt es echt an den Wolfsherzen? Kann auch nicht sein, oder? Wieso sind hier keine Wildschweine? Achso, ich glaube, die sind nur beim Hellen da. Ja, ich werde mal kurz Lager aufstellen. So. Speicher kurz, dass es hell wird. Speichern. Ja. Dann trinken wir eben noch was. Schaut schon besser aus. Ja gut, kann auch sein, dass die Wölfe auch nur nachts kommen, weil so viele haben wir auch erlegt, wo so dunkel war. Es sind überall nachts voll viele Wölfe und tagsüber halt andere Viecher. Aber es ist schon extrem hier, so, ja. Was ist das? Was bist du? Ein Vogel, okay. Ich hab dich aber schon im Visier gehabt, du. Wildschwein! Warte, du Wildsau, du! Ich komm dich holen, du! Alt, das ist meine Wildsau! Bist du wohl die Wildsau in Ruhe lassen, du Penner? Das ist meine. Finger weg. Schau dich, du. Wo ist denn der jetzt? Da. Da ist er. Hast du erlegt? Ich hoffe, die zählt. Ich heuze mal. Also eigentlich habe ich es ja nicht erlegt, richtig. Ja, das war ja der Typi, aber falls es zählt. Wildschweinfleisch, warte. Eins von 5 Wildschwein, yes. Hat gezählt. Okay. Gut, auf jeden Fall sind jetzt Wildschweine da, weil es jetzt hell ist. Gut. Die rennen hier irgendwo rum. Der Doppelsack-Schrottflinte. Du bist ein Pferd. Ich denke schon, was kommt auf mich zu.
Da vorne. Bist du ein Wildschwein? Nee, du bist ein Stein. Wildstein. Da ist was im Busch. Ich hab dich gesehen. Da vorne ist was. Was ist da vorne im Busch? Oh! Scheiße, wo ist die andere? Hab dich. Puh. Puma. Ja, Leute, am Tag haben wir auch Wölfe, da hinten hat man gesehen. Aber auch Pumas, na super. Muss echt aufpassen. Aber einer sind meistens auch zwei. Das sollte aufpassen. Wow! Scheiße! Wow! Schock! Schock! Boah, Leute! Ah, Hilfe! Wo kam der jetzt her? Der kam doch hinter mir. Da bin ich doch gerade hergekommen. Boah, Alter, Leute. Was liegt denn da noch tot? So, der Fuchs. Bin eben von da gekommen und dann... Boah, Leute. Oh, war da hinter mir auch was? Nochmal was? Oder vor mir? Oh, oh. Du warst aber nur ein Fuchs, oder? Ja, weil es meistens immer zwei Pumas sind. Ich wusste, dass da noch einer war irgendwo. Sozusagen zwei Pumas ist eine Rudel. Oh, das Pferd ist nervös. Ein bisschen nervös. Da oben drüber. Da! Wo ist der zweite? Das ist doch ein Puma. Scheiße, ich hör's. Aua! Ja, dafür kann ich da nichts. Wird eigentlich nur Schweine. Der Typ hat in mein Sichtfeld. Schnell. Ich muss gleich weg sein. Gut. Ja, $40 Kopfgeld, scheiß drauf. Ich mache mir gerade eher Sorgen um meinen Hals, weil die Viecher mich fressen. Lieber speichern.
Ich habe ein Wildschwein erlegt, nicht, dass es wieder weg ist. Und die Puma natürlich. Boah, Leute. Ja, ich glaube, wenn ich es in dem Part nicht schaffen sollte, alle Teile zu finden, mache ich das jetzt off-cam, dann. Die Wildschweine halt. Und dann, ja, komme ich dann wieder, wenn ich in der Stadt bin und... das erledigt habe. Oh, Leute, ey. Boah, diese Pumas. Schweine gefährlich. Die sind gefährlicher wie Bären. Weil die Bären siehst du ja noch, da kannst du noch wegrennen. Weil die Pumas, die kommen hier, die sind verdammt schnell und reißen die weg und da bist du platt. Wie langsam die sich anschleichen, das ist unglaublich. Wir direkt Wölfe hier. Nicht auf meinen Gaul schießen hier. Kann auch sein, dass hier noch ein Puma rumläuft. Kann man noch relativ gut sehen, ob hier was durch die Büsche schleicht. Achso, der eine Wolf, der ist verendet selber. Den haben wir dann nicht mehr erwischt, aber der ist selber gestorben da. Aber liegt das echt an dem Wolfsherz oder so, dass da die ganzen Wölfe kommen? Ich muss echt mal im Internet nachschauen, ob da was echt was damit zu tun hat. Müsste ich echt gucken. Würde mich ja interessieren. Ich habe echt noch nie so viele Wölfe auf einmal gehabt. Immer wieder. Sollen wir lieber aufsteigen, weil falls es ein Puma hier rumtreibt, der killt erstmal das Pferd. Also mit der Kutsche wäre es auf jeden Fall sicherer. Da kann er die Pferde killen, aber auf der Kutsche nicht rauf. Wieso finden wir hier keine Wildschweine mehr? Hallo? Ich geh mal hinter die Brücke da. Geld bezahle ich nachher. Ist auch kein Problem. Wieder Wölfe. Vier Stück. Ein Vogel. Ich schaue mir mal lieber um. Aber wenn ich vorne Wölfe sehe, okay, aber... wenn hinter mir dann ein Puma auftaucht, dann ist Zapfenstreich. Okay, der eine ist verwundet. Wenn ich einen Puma höre, würde ich sagen, schlecht. Dann versuche ich auf jeden Fall mal, fährt das Haus da ab. Versuche ich auf jeden Fall Dead Eye anzumachen.
falls ich auch den Hintergrund mal sehe. Ja, 5 Minuten haben wir noch für den Part. Dann schaue ich mal. Ja, aber auf jeden Fall, das Spiel ist relativ gefährlich. Selbst auf den, wie ich es eingestellt habe. Schnell aufsteigen. Jetzt mal nochmal irgendwo ein. Viech, aber egal. Wildschwein. Ich habe nur das eine gesehen, wo hier gejagt wurde. Ist aber auf jeden Fall ein Jagdgebiet hier von denen. Ich habe ja hier schon mal welche gekillt. Nur halt nicht für die Mission. Achso, der Kräuter Heino. Ajo. Verdammt. Nein. Er flippt schon die erste. Aber er rennt auch schon da zur zweiten. Und dann hole ich zuerst die zweite, dann schnell die erste. Gewinner! Loser! 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 Und weiter geht's! Yeehaw! Was war das für ein Ton? Da geht's ja gar nichts. Die ganzen Tiere laden schon wieder nicht, wahrscheinlich. Wenn sie denn laden, dann kommen lauter Pumas wieder. Die sind toten Viecher gewesen. Die auch schon wieder verschwunden sind. Boah, nein, nicht runterfallen, nicht. Brav so. Da unten hat es auf jeden Fall noch Tiere geladen. Es ist schon wieder dunkel. Die Viecher tauchen doch nur hell, im Hellen auf, oder? Ja gut, ich speichere hier mal, Leute. Und wir sehen uns dann in der Stadt gleich wieder, wenn ich die Wildschweine gefunden habe. Ich speichere mal. Ja, wir haben leider nicht so viel geschafft, außer dass wir halt fast gestorben sind, ein bisschen Kopfgeld gekriegt haben. Ja, aber nichts Besonderes. Also auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich, euer Shadowmas.